Genau. Schöne Idee, ne? Tja, übel, dass man mit keinem einzigen Chaos durchkommt bei dem Kackviecher. Ja, du musst ein Vokalmyterium erzählen, dann geht's. Ja, das hab ich nicht. Eine der Dinge und das zweite ist, mit dem Dot kommst du meistens besser klar. Ja, ich habe eh dort drauf gespammt, aber da geht gar nichts. Oh, ich play ja wohl wieder. Kann ich eh noch nicht tragen, ich bin noch kein Ziel 8. Zweihundert Öle. Was? Der Zwerg hier. Hat er dir gedrückt oder was? Da hab ich bekommen. Plus Ink. Also ein Schleier hat mir noch. Hungry Hawk heißt der. Nein, LD! Haha. Jo. So, die Bögen sind weg. Na, wir Heiler, wir teilen uns hier schön die Akku. So, das ist das coole am Mentor, da kann ich wenigstens ein bisschen mitteilen, habe ich was zum Tun da. Bist du nicht ganz unnütz, meinst du? Genau, ja. Kommt mir nicht ganz so blöd vor. Oh, jetzt fall ich um, du scheiß Gaul. Jetzt muss ich bloß noch seinen Hintern treffen. Ich wollte Beine darstellen, aber mal fest. Achso! Ey. Und der droppt. Gar nicht. Heulen mit Mützen. Und ein Haufen Scheiß. Haufen Scheiße. Hey! Du hast eigentlich immer noch einen Bogen auf dir? Man könnte diese komischen Scales haben.
Sind das jetzt 25 Drachenschuppen? Oder was? Nö, also ganz normale Drachenschuppen sind das. Wer die kriegt? Na gut, wenn der Draco noch umhopst, dann ein bisschen mehr. Also ihr habt bestimmt gar nichts gekriegt. Ich brauche das. Dankeschön. Gehen wir, achso, Shetty, portest du uns? Rüber ins Lobby? Nur gegen Drachenschuppen. Also. draußen, oder? Das Gift kriegst du nicht runter, hab ich gesehen. Ja. Nicht hier drin. Jetzt schon. So. Kann ich hier porten oder wollt ihr hier auch weg? Hier porten ist gut. Hoffentlich komm ich mit. Weil das Scheißgift bleibt ja ewig drauf. 10 Minuten, ne? Oh ja. Alter. Doch, Porten. Alter. Dass wir irgendwie geklappt haben. Hallo? 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 Das geht auch runter. Wo kriegt denn das Eis her? Okay, dich muss ich noch umfahren. Verfärben, das ist ja gar keine Szene. Du kannst doch nicht einfach die Buffbots hauen. Geht alles. Aber wenn man dir mal eine Kette gibt, dann fliegst du doch gleich ins nächste Eck. Stehst du wieder auf, so hängen. Ja, der zerbricht doch in der Mitte. Ja, lass mal hier rein. Ja, weh schon die ganze Angst, dass Hagen irgendwie mehr auf Versehen auf mich drauf tritt oder so. So, hoppala! Wo ist der Lurien? Ich da würde ich dann sagen, ey, kann mir mal einer in 10 Kaugummi zwischen den Zehen da rausziehen? Du kannst dich doch bei ihm unterm Rock verstecken. Ja, pfui Teufel, ey. Machst, wie es da stinkt, da büffelst du. Das sagt man nicht so laut. Wenn es dir irgendwann mal krabbelt unter, zwischen beiden, dann weißt du, dass dir ein kleiner Luri dazwischen hängt. Du weißt schon, dass ein Luriken nichts weiter ist als ein Trolltampon, ne? Naja. Was halt nicht was Schlimmer ist, ne? Luriken oder Filzläuse. Genau, das nimmt sich nicht. Komm, Leute, lad mal ein, wir machen hier noch eine Runde und dann machen wir Schluss. Hagen? Ja, bitte. Wir zwei ein Duell mit meinem Louis gegen deinen hässlichen Setter. Ach, das ist kein Problem. Wir treffen uns Tiger, Leute, alle Tiger. Ich weiß nicht, was Johnny da von uns will. Ich meine, was will er auch machen? Der hat ja auch nicht viel Möglichkeit. An seiner Stelle würde ich Ben dann eine Pause machen. Wer ist denn Johnny? Ja, Johnny. Johnny, halt, Mensch. Es kann nur einen genau, Johnny geben. Das ist genauso wie das letzte Mal. Warte mal, wie war das? Patrick, wenn du wieder da bist, sag Bescheid. oder, keine Ahnung, irgendwas hast gesagt, wo du dich selber verarscht hast. Ich will das nicht mehr, schon war ja gestern. Nee, der hat der LD. Ja, stimmt, ja, genau, da war er. Genau. Wenn. Ja, irgendwie was, keine Ahnung. Ich rede manchmal viel wirres. Ja. Es war auf jeden Fall sehr verwirrend, aber du hast es selber gemerkt, dass du dich verarscht hast. Ja gut, wenn er es noch merkt. Das ist noch gut. Ja, Situation, wo das nicht so ist. Ne, Toni, nochmal, ne? Ah, Blasch ist wieder besoffen, ja, das war ja wieder klar. Hui, da ist was! Oben ist ein richtig volles Haus. Ist da was? Ist da was? Ist da was? Ist da was?
Ja, ich glaube, das sind Dwarf, ja, das sind Dwarf, Leute. Und da einer steht an der Ecke drin. Der geht auf den Müll. Dann mal laufen da oben links hoch über die Treppe. Ja, dann mal Stinkstein, ja. Lass sie nicht aus der Ecke kommen, wir gehen kurz rein. Komm, Biscuit, gib mich mal Bodyguard, ich will den Parler da ein bisschen verarschen, der da steht. Ach nee, Norsemann ist das. Bin im Rot. Ein Bretone oben. Tage draußen. Okay. Ich bin noch einer im Getriebe, bei mir, Getriebe. Der Zweig ist draußen. Ja, der geht aber auch gleich wieder rein. Hast du das gesehen? Ich hab den Mob als Geh mal ein bisschen bei raus Richtung Nordwest. In Richtung Nordwest. Richtig Nordwest in den kleinen Gang. Gönner, Levy. Das nützt ja nichts, er hat Mob BG. Mob. Achso, da. Ah, Champion Level 1. Mob Ad, so. Mob wollte ich sagen. Das wäre doch was fürs neue Champion Level, ja. Kannst du Mobs Charm, die ihr Bodyguard geben. Boah! Boah, das ist ja krank. Jetzt schauen wir uns aber auch Mobs, die richtig Damage machen, ja? Dann kann man einfach checkt das doch hier, oder? 3, 2, 1, 1, 1. Player. Ja, 1 zu spät. Hey, toter Cleri. So, davon noch 2 und dann können wir wieder ins Lamy abgehen. Voll ist es. Ein paar mehr auch? Ein paar mehr bräuchte ich noch von ihm. Ja, ich habe es abgegeben. Ja, und so. Also, wenn hier so übel volles Haus ist, was haltet ihr denn dann mal spaßeshalber von einem Drachenraid? Also nicht hier den Drachen, sondern den richtigen. Schönen guten Drachen. Abend. Servus, schönen guten Abend. Servus, Homo. Mein Homie, der Homo's in. Also Keule, generell habe ich nichts dagegen, aber da brauchst du schon ein paar Leute für. Ne? Mit einer Gruppe ist der nicht umgewichst. Das weiß ich wohl. Anis, wir machen das mit Anis. Den Vorschlag, Keule, den kannst du an Odin bringen, der kann das gut ausführen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht von Heimler. Er kann das gut ausführen? Odin. Warum kannst du das nicht? Wieso ich? Odin macht das auch gerne. Wir gehen einfach hin und bringen Anis mit und dann machen wir das ganz easy. Genau, nimmst du noch hier Thomas mit. Er ist auch schon die zweite Gruppe. Wie viele Anis brauchst du denn? So viele wie geht. Also ich bringe 6, 7, 8, so viele wie willst. Ah ja, und du weißt schon, dass das Pilzcap immer noch funktioniert. Ja, deshalb brauchst du viele Anis, dann pitch auf, pulsch, stirbst, dann lockst du den Retzer wieder ein und dann sieht die Sache erledigt. Dann ist er tot. Ganz easy. Das ist doch kacke. Hast du nichts zu tun? Also, ich habe jetzt Barde, Hüter, Druide und 5 Beschwörerbomben. Scheiß Multiboxer. Ja, man will es heute Abend laufen, ja? Ja, da ist Tilos Account mit dabei, ist genannt. Ah, okay. Wobei, dann könnte ich den rausnehmen, dann hätte ich 4 Bomben, dann hätte ich Platz für einen. Ein Solo-Platz? Du läufst auf jeden Fall mit einer Makro-Gruppe und ihr Kellerkinder baut dann so nochmal eine Excel-Gruppe. Also ja, heute laufe ich nicht gar nicht mit, heute stick ich nur einen Trink nebenher. Mit Keule zusammen. So ähnlich war der Plan, ja. Ja, der wird nicht selber gelaufen. Der wird gestickt und geholt. Na, ja, heute ist Alia vor ihr, oder? Ja, heute ist Speedtrap Bingo Alia vor ihr. Ja, das ist ja dieses Spezielle, wo ihr denn abstürzt. Irgendwann. Ja, aber nach dem ersten oder also ich zweiten. Ich denke mal, auf jeden Fall nach dem zweiten irgendwann tot, werde ich tot sein. Geht das schon los, ja? Ja, wow. Für jedes Speedtrap einen kurzen und du hast noch spätestens 2 Ink. Genau zu voll, weil dann hast du schon 10 kurze weg. Buchstäblich, ja. Ja, ich glaube, ich werde auch ein 04 Glas nehmen, dann muss ich ihn jetzt auf nachfüllen. Wir holen alle T-Bag, Great Fox auf T-Bag. Also ähnlich ist der Plan bei mir auch. Ich werde kein 04 Glas nehmen, aber auch keine kurzen Gläser, weil ich habe keinen Bock mehr. Also ich habe 4 kurze Gläser, die fülle ich mir alle auf und dann ist gut, dann kann ich alle nachher noch kurz am Mentor, BG auf Mentor und mal kurz den Kühlschrank grain. Also man sollte auf jeden Fall vorglühen, glaube ich, sonst. Nee, nichts vorglühen. Also du Lacke-Socken.
ich nach zwei Inks schon 10 kurze drin habe oder sowas, da werde ich sicherlich noch vorglühen, ne?